Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie herzlich begrüßen zur Vorstellung unserer neuen Kompakt-Spezialausgabe USA gegen China, Endkampf um die neue Weltordnung. Mit mir im Studio Martin Müller-Mertens, unser Chef von Kompakt TV und als Special Guest Manuel Ochsenreiter, Chefredakteur des Magazins Zuerst. Wir sind ja keine Konkurrenten, sondern wir sind befreundete Medien im oppositionellen Meinungskampf gegen die herrschende Lügenjournalie. Und ich freue mich ganz besonders, weil Manuel ist ein sehr guter geostrategischer Experte. Und wenn wir jetzt dieses Thema haben, USA gegen China, es hat doch auch mit Deutschland zu tun, was sich da abspielt. Das ist ja nicht eine Sache, die irgendwo JWD stattfindet, sondern das ist ja der im Grunde der entscheidende Konflikt des 21. Jahrhunderts, wo wir hier versuchen, Futter und Orientierung zu geben. Manuel, wo siehst du den Zusammenhang zu unserer Situation? Ja, man muss sagen, leider ist es so, dass eigentlich jedes amerikanische geostrategische Projekt automatisch immer auch ein deutsches geostrategisches Projekt wird. In dem Zusammenhang aber natürlich nicht in unserem eigenen Interesse, sondern wir sind so eine Art Vorhut. In Berlin sagt man dann gerne unsere Partner in Washington. In Washington sagt man das auch. Also die Lippenbekenntnisse sind die der Partnerschaft, aber eigentlich meint man schon eher so eine Art Vasallenstatus. Also wir setzen, auch wenn es um China geht, aber natürlich auch bei Russland, das ist ja meistens mehr in den Medien als unser Verhältnis zu China, setzen wir eigentlich amerikanische Außenpolitik um. Ja. Und wir erleben ja auch diese ständige, also bei der deutschen Politik weiß man nicht genau, die Merkel ist oft in China, ja, da werden dann auch Projekte verabredet. Andererseits unsere Medien greifen auch jede Menschenrechtsgeschichte auf, fahren da die Kampagnen ei, wei, wei und hast du nicht gesehen, um China sozusagen zu destabilisieren. Also man hat den Eindruck, die deutsche Politik ist gar nicht klar an dem Punkt. Ja, deutsche Politik ist leider dann in diesem Punkt schon klar. Also wir haben das auch im Verhältnis zu anderen Ländern übrigens, aber ganz groß und ganz speziell in China, dass wir ein großes nationales, vor allem wirtschaftliches Interesse an einem guten Verhältnis zur Volksrepublik China haben, dass wir ein Interesse daran haben an einem Austausch, an einem guten, im Übrigen nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern auch kulturell. Also dass wir eine stabile Partnerschaft mit der Volksrepublik China haben, das ist unser sowohl wirtschaftliches, aber auch sicherheitspolitisches Interesse. Darauf können wir gleich noch zu sprechen kommen. Während die Politik dieses ständig untergräbt. Also die Politik schadet, die schaden gar nicht so sehr der Volksrepublik China. Ich glaube, den mehr als 1,3 Milliarden Chinesen und auch der chinesischen Staatsregierung ist es, glaube ich, relativ egal, was gerade der Spiegel schreibt oder was der Fokus schreibt. Also dort gibt es keine Erschütterung der Macht, sondern man schadet eben sehr extrem den deutschen Interessen und den eigenen Perspektiven. Und da liegt der Hund begraben. Und das machen wir natürlich auch, wenn es um Russland geht. Da macht ihr in eurem Heft ja auch immer genug, da gibt es immer genug Material darüber. Aber das ist eben auch ganz extrem, wenn es um die Volksrepublik China geht. Die politische Führung untergräbt die Interessen, die wirtschafts- und sicherheitspolitischen Interessen des eigenen Landes. Martin, man hat die Sprachregelung, das 21. Jahrhundert ist das amerikanische Jahrhundert, sozusagen in Verlängerung der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Aber könnte es nicht auch das chinesische Jahrhundert werden? Das glaube ich etwas eher. Auf jeden Fall wird es das Jahrhundert der Auseinandersetzung oder sagen wir vielleicht mal die ersten 50 Jahre der Auseinandersetzung zwischen den beiden neuen Supermächten der USA, die etwas auf dem absteigenden Ast ist, und China, das im Aufsteigen aber noch nicht ganz aufgestiegen ist, sind auch die letzten, die übrig geblieben sind. Also die Sowjetunion ist weg und Russland wird diese Rolle nicht mehr ausfüllen und Europa wird es auch nicht tun. Und das, wo man immer vielleicht mal sagte, na ja, das könnte ja Brasilien oder Indien, das sehe ich auch nicht. Irgendwann mag sein, aber jedenfalls nicht in den nächsten Jahrzehnten, sondern da sind die USA und China, und die USA haben das ja auch erkannt. Schon unter Obama gab es die Veränderung, dass man weg vom Atlantik hin zum Pazifik geht. 70% der Flotte sollen im Pazifik stationiert werden, sollen das ergänzen, was ja seit Jahrzehnten schon ein starker amerikanischer militärischer und auch politischer Präsenz im Pazifik vorhanden sind. Und was passiert,
wenn diese beiden Staaten dann wirklich mal auf der Bühne, also auf der weltpolitischen Bühne, um die Weltmacht hart konkurrieren, ob das sogar in einen Krieg hinein eskalieren kann, das weiß man nicht, denn momentan hält sich China da noch zurück und hat zwar bestimmte Claims abgesteckt, aber fordert noch nicht die USA als Weltmacht hier raus. Der britische Historiker Ferguson macht eine Parallele zur Situation vor dem Ersten Weltkrieg. Haben wir auch im Heft referiert. Er sagt ungefähr, China und USA aktuell ist wie das Kaiserreich Deutschland und Großbritannien damals. Also auf der einen Seite hast du eine maritime Macht, die aber industriell, wirtschaftlich gegenüber der kontinentalen Macht, damals Deutsches Kaiserreich, jetzt China, zurückfällt. Und diese Situation hat zwischen 1900 und 1914 sich beständig angeheizt, bis es zum Knall kam. Ist es eine brauchbare Schablone, wie man die Welt sehen kann in dem Zusammenhang? Ich meine einerseits ja, die Situationsbeschreibung ist mit Sicherheit sehr nah an der Realität. Also auch gerade wenn wir über die maritime Wettrüstung sprechen, im Übrigen muss man dazu auch sagen, dass zumindest im medialen Bereich, also immer wenn wir was darüber lesen, über die chinesische Armee, von der wir wissen, das ist die größte der Welt und auch von der maritimen Rüstung, also gerade im pazifischen Bereich beispielsweise, wo eben diese Claims auch abgesteckt werden. Was immer gerne unterschätzt wird, ist auch die militärisch-technische Innovation auf chinesischer Seite. Ich vermute, dass den Amerikanern auch gar nicht alles bekannt ist, auch wenn sie so tun, was gerade in chinesischen Labors und von chinesischen Militärwissenschaftlern alles entworfen wird. Ich glaube, wenn es dort zu einem Knall käme, also zu einem heißen Krieg, dann gäbe es sehr, sehr viele Überraschungen, vor allem für die Amerikaner, was momentan bei den Chinesen eben dort entwickelt wird. Auf der anderen Seite glaube ich aber, dass heute mit Sicherheit die Systeme, das heißt auch Bündnissysteme und Kommunikationssysteme zwischen solchen Mächten besser funktionieren als vor dem Ersten Weltkrieg. Dazu kommt auch, dass, denke ich, vor dem Ersten Weltkrieg in der Stimmung sich kein Land, keine europäische Macht darüber im Klaren war, dass das ein großer, wirklich ganz epochaler Krieg werden könnte, sondern man war es noch gewohnt, wie diese kleineren Kriege, die davor stattfanden. Ich denke, niemand hat erwartet, dass dort ein Land bis zur totalen Niederlage fortgetrieben werden könnte. Heute ist man sich dessen natürlich bewusst, natürlich nach dem Ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg, aber eben auch, wir haben ja die nukleare Konkurrenz auch zwischen diesen beiden Ländern. Also ich vermute, oder man muss auch sagen, man hofft, dass aufgrund dieses Vernichtungspotenzials auf beiden Seiten die diplomatischen Wege noch viel besser funktionieren. Und die diplomatischen Wege wiederum, die eröffnen ja auch wieder, es gibt ja auch einen diplomatischen Krieg oder es gibt den Wirtschaftskrieg, den es gibt. Es gibt einen Kulturkrieg, einen Kulturkampf. Und wenn wir heute schauen, was passiert, dann sehen wir eben einen Krieg, einen Softpower-Krieg, der gegen die Volksrepublik China geführt wird, der im aller aggressivsten Weg momentan vonstatten geht. Bevor wir dazu kommen, wollte ich nochmal auf die militärische Situation eingehen. Ich habe für meinen Artikel mir nochmal angeschaut, das erste direkte militärische Aufeinandertreffen zwischen Armeen der Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China. Viele Leute wissen es gar nicht, dass diese Armeen schon gegeneinander gekämpft haben. Und zwar während des Koreakrieges. Ja. Da gab es die Situation, dass die Amerikaner reingegangen sind mit zusammengetrickstem UNO-Mandat und dann natürlich erstmal die Nordkoreaner bis an die Grenze zurückgetrieben haben, also das Land praktisch unter Kontrolle hatten. Und dann im nächsten Schritt kamen aber die Chinesen rein. Die sind ins Land eingesickert und haben sich dann nachdem sie eingesickert waren, zu Armeen formiert. Und diese chinesische Armee, ungefähr eine halbe Million, hat die Amerikaner weggeputzt wie nix. Ja, die haben die Amerikaner wieder zurückgeworfen bis in den 38. Breitengrad. Das war ein Hasenrennen. Das war eine fürchterliche Niederlage für die Amerikaner. Und damals waren ja die Chinesen, also wir reden von Anfang der 50er Jahre, die waren ja noch primitiv im Verhältnis zu der Technik, die sie heute haben. Ja. Also da ist, glaube ich, militärisch für die Amerikaner wenig zu holen, bei Lichte besehen, rational besehen.
Aber man weiß ja bei den Amerikanern nie recht, ob da ein Dr. Seltsam plötzlich auf der Bombe reiten will und dann was Verrücktes macht. Ja? Also das ist ja nicht alles rational. Auch der amerikanische Feldzug, sagen wir mal Libyen, ja? Das war ja nicht durchdacht. Da hat sich Obama damals von den verrückten Weibern wie Clinton, damals Außenministerin, reintreiben lassen. Und dann hat man Libyen kaputt gemacht und jetzt ist es ein schwarzes Loch des Islamismus. Also es geht nicht immer alles rational zu. Und meine Sorge ist, dass die USA wirtschaftlich, obwohl Trump ein bisschen aufholt, aber wirtschaftlich stehen die so mau da. 20 Billionen Staatsschulden. Der Dollar ist ja im Grunde durch keine stoffliche Wertschöpfung mehr gedeckt. Dass in so einer Situation des wirtschaftlichen Zerfalls destruktive, irrationale Tendenzen in der Außenpolitik auch eine Rolle spielen können. Und wenn ich jetzt die letzten Tage gelesen habe, in Hawaii haben sie ja schon die Leute in den Bunker geschickt, ich glaube sogar zwei Tage hintereinander, weil es da Falschmeldungen gab, die auch das amerikanische Militär nicht als Falschmeldungen erkannt hat, dass die Chinesen oder weiß der Teufel, die Nordkoreaner jetzt angreifen. Da steht, stand noch drunter, das ist keine Übung. Also unter diesen Meldungen, die an alle Bürger in Hawaii geschickt wurden. Ja, aber das ist ein sehr guter Punkt. Die Irrationalität von Entscheidungen, wir sind es ja gewohnt hier mit unseren Mainstream-Medien, wir hören ja immer, wir müssen ganz vorsichtig sein bei den Chinesen, das ist eine Diktatur und Nordkorea ist eine Diktatur und die schlimme Islamische Republik Iran, das seien alles so irrationale Herrscher und so irrationale Systeme, die so jederzeit auf den Knopf drücken könnten. Die Erfahrung, vor allem jetzt der letzten 20, 30 Jahre, lehrt uns aber, dass sogenannte westliche Demokratien oftmals viel, viel irrationaler, spontaner und ich sag's mal, wie der Volksmund sagen würde, auch dümmer entscheidet in so brenzligen Situationen als diese sogenannten irrational geführten Staaten, diese Achse des Bösen. Und deswegen ist es in der Tat eine große Gefahr und du hast gerade den Namen Dr. Seltsam erwähnt. Ich glaube, es ging uns allen so, dass wir plötzlich Trump vor Augen hatten, ja, also der die Idee hat, auf einer Bombe zu reiten. Das ist natürlich eine Gefahr. Ja, das ist natürlich immer dort und die Gefahr ist viel, viel größer, dass dieser Konflikt eskaliert von amerikanischer Seite als von chinesischer Seite. Es kommen ja sozusagen zwei Sachen, also einmal diesen Punkt, es kommen ja noch zwei Punkte dazu. Zum einen, es gibt ja objektive Probleme, sozusagen objektive Notwendigkeiten. Also wenn die USA sich als einzige Weltmacht definieren, und das tun sie, und sie haben ihre Macht immer dadurch ausgeweitet, indem sie den Raum ausgeweitet haben, den sie beherrscht haben, dann stehen sie irgendwann vor dem objektiven Problem, entweder ihren Anspruch aufgeben zu müssen oder in diesen Kampf einzutreten. Also da ist dann auch nicht mehr unbedingt eine Entscheidungsfreiheit oder höchstens noch, wie man es macht. Und ich sehe nicht, dass die Amerikaner vorhaben, ihren Anspruch aufzugeben. Insofern wird diese Frage sich irgendwann stellen. Und dann ist auch für die Amerikaner und ich glaube fast für den gesamten Westen dieses China auch wirklich auf eine andere Weise undurchsichtig und unberechenbar, weil es etwas völlig Neues ist. Also bisher waren die amerikanischen Konkurrenten immer Staaten, die auch ökonomisch nie so richtig mithalten konnten. Die Sowjetunion sagte man ja mal, Oberwolter mit Atomwaffen, die können eigentlich nicht und sie konnten ja auch wirklich nicht. Oder man hatte Staaten, die sich ökonomisch modernisiert haben, wie Südkorea meinetwegen, wie Taiwan, die dann aber auch gesellschaftlich sich dem westlichen System angenähert haben bei allen Eigenheiten, die sie vielleicht beibehielten. Und das ist bei China nicht der Fall. Also China ist ein Staat, der ökonomisch unheimlich erfolgreich ist, der wahrscheinlich die Wirtschaftsmacht Nummer eins in einigen Jahren werden wird, der aber gleichzeitig ein eigenes gesellschaftliches und politisches System herausbildet, was in das westliche Bündnissystem nicht reinpasst. Das ist dann nicht kompatibel. Also sie stellen auch die Systemfrage, die Frage der Systemkonkurrenz, die kommt da vielleicht nicht so oberschwellig wie zwischen Moskau und Washington einerseits, aber unterschwellig kommt sie und darauf müssen natürlich alle irgendwie reagieren und daraus ergibt sich ein Risiko, was wahrscheinlich gar nicht abzuschätzen ist. Also ich finde eine Sache bemerkenswert. Die Chinesen könnten jetzt schon den Amerikanern eine vernichtende ökonomische Niederlage beibringen, denn aufgrund der riesigen chinesischen Handelsüberschüsse im Handel mit den USA
haben die ja 1 Billion amerikanische Schuldpapiere in ihren Tresoren. Zeitweise waren das sogar 3 Billionen. Wenn die Chinesen jetzt sagen würden, wir schmeißen diese Schuldpapiere auf den Markt oder tauschen die amerikanischen Dollarversprechungen in Euro oder was der Teufel, in Rubel oder in Pfund um, der Dollar würde sofort vernichtet werden. Der wäre nichts mehr wert. Aber die Chinesen machen das nicht. Die Chinesen, ich glaube, das ist vielleicht dann auch traditionelles fernöstliches Denken. Die denken in langen Zeiträumen. Die wollen nicht den großen Bang, weil sie dann auch wüssten, ein USA, was kollabiert, ist vielleicht gefährlicher als ein USA, was zusammenhält. Weil dann hast du dann plötzlich, was weiß ich, Florida mit Atomwaffen, Schwarzenegger mit Atomwaffen. Also nichts gegen Schwarzenegger. Ja, aber ja, also da ist meine Hoffnung, dass die Chinesen, ich will das chinesische System nicht von innen beurteilen, ja, aber nach außen hin sind die immer berechenbar, ja, langsam, weil sie in langen Zeiträumen denken. Ja, und das genau macht ja die Volksrepublik China heute aus. Sie ist eben keine Destabilisierungsmacht. Also überall, man kann das abzählen, überall, wo sich die Volksrepublik China heute international engagiert, macht sie das mit, wie du sagst, mit einem langen Plan. Also ich denke, es hat dort überhaupt niemand ein Interesse an einer kollabierenden USA, was wir im Übrigen zum Beispiel auch nicht hätten. Das würde ja auch unseren Interessen widersprechen, wenn es dort plötzlich den großen Knall gibt. Aber man denkt dort eben in langen Zeiten. Man sieht auch, wie sich die Chinesen verhalten in den Abstimmungen des UN-Sicherheitsrates, wo sie jetzt ja in letzter Zeit immer gemeinsam mit der Russischen Föderation stimmen, gerade wenn es um Länder geht wie Syrien zum Beispiel. Auch Syrien ist ein Land, man mag es kaum glauben, der Krieg in Syrien betrifft die Chinesen sehr, sehr stark. Es befinden sich unter den Terroristen in Syrien auch uigurische Extremisten. Die Uiguren sind ein Turkvolk, das in Nordwestchina lebt. Das sind, man kann so sagen, so die Tschetschenen Chinas. Also es auch alle diese Konflikte betreffen das chinesische Interesse. Und China verhält sich eigentlich immer sehr stabilisierend. Für viele, die sagen dann auch, die sind zu langsam, die halten sich zu sehr zurück. Aber sie sind dort immer auf Ausgleich und auf eigene Stabilität bedacht. Sie wollen keine Erschütterungen in der Umgebung. Ein großes Kapitel im Heft ist natürlich über Korea. Korea ist der Hotspot der Konfrontation der Supermacht USA und der Supermacht China. In unseren Medien wird Nordkorea dämonisiert. Kim wird als der Irre mit der Bombe dargestellt. Wir haben jetzt in dieser Sonderausgabe Kompakt-Spezial Reiseberichte aus Nordkorea drin, die ein bisschen ein anderes Bild zeigen. Und Martin, du hast ja das Kapitel betreut. Was würdest du sagen, gibt es ein Restrisiko, dass Nordkorea sozusagen so in die Enge getrieben wird, dass sie tatsächlich Raketen auf Guam oder auf Pearl Harbor oder was abschießen? Also ein Restrisiko gibt es natürlich immer, wenn zwei Atommächte sich gegenüberstehen und zumal bei einem Staat wie Nordkorea, wo man ja auch irgendwie vor einer gläsernen Kugel steht und auch nicht so richtig weiß, wer hat da eigentlich die Macht und wie sind die Strukturen. Aber Nordkorea ist jedenfalls nicht der Staat, der sich in einen Atomkrieg retten oder die Situation in einen Atomkrieg eskalieren will. Das sieht man auch an der Entwicklung, die das Land auch innenpolitisch in den vergangenen Jahren genommen hat. Also es soll ja angeblich den Ausspruch von Kim Jong-un gegenüber seinem japanischen Koch geben. Ich war in Europa gibt es alles, bei mir gibt es nichts in meinem Land. Ich muss erstmal das Land aufbauen. Vielleicht hat der Mann sich das auch nur ausgedacht, aber auf jeden Fall hat er die Situation relativ gut beschrieben. Also es gibt in Nordkorea heute ein Wirtschaftswachstum. Angeblich soll es in Pyongyang schon mal einen Verkehrsstau gegeben haben. Es sind die Bauernmärkte, die freien Bauernmärkte, die es ja mal gab, die dann verboten wurden, die sind jetzt nicht wieder zugelassen worden, aber man duldet sie. Die Handynetze, die es auch schon mal gab, die wurden ja dann auch wieder eingezogen. Jetzt gibt es die Handynetze wieder. Also es gibt offensichtlich den Versuch, Nordkorea sehr vorsichtig und natürlich immer unter dem Primat der politischen Macht, dass die aufrechterhalten wird, auch zu modernisieren. Und ich weiß nicht, wie weit das gehen soll, aber jedenfalls in einer solchen Situation geht man nicht in einen Atomkrieg, den man ja auch nicht gewinnen kann.
muss man ja auch sagen. Also wenn die beiden haben ihre Knöpfe, wie man hört, auf den Schreibtischen stehen, aber klar ist auch, wenn der Koreaner raufdrückt, dann mag Los Angeles nicht mehr existieren, aber wenn der Trump raufdrückt, dann ist ganz Korea weg. Und dass sich Kim Jong-un darauf sehenden Auges einlässt und die militärischen und Beratergruppen um ihn sich sehenden Auges darauf einlassen, das glaube ich nicht. Den Konflikt aus der anderen Seite betrachtet, was die USA angeht, Trump hat ja für mich schockierende Sprüche gemacht, also er hat den Nordkoreaner mit totaler Auslöschung gedroht. Ist das ernst zu nehmen oder ist es so ein bisschen für die Theaterkulisse gesprochen und in Wirklichkeit ist Trump dann auch nicht so blöd? Naja, man muss sagen, Kim Jong-un macht aus seinem Herzen natürlich auch keine Mördergrube, wenn er sich wiederum äußert. Aber ich glaube, da kommen wir zum Selbstverständnis der Bombe an sich. Die Bombe, die Macht der Bombe ist ja nicht ihr operativer Einsatz in einem Krieg, weil, wie wir gesagt haben, wenn die eingesetzt wird, ist es ohnehin vorbei. Die Macht der Bombe kommt zutage in der Diplomatie davor. Das heißt, wenn du mich angreifst, bin ich in der Lage, zumindest große Teile deines Militärs oder meinetwegen auch deiner Zivilisten einfach auszuschalten mit einem Knopfdruck. Das ist die Macht der Bombe. Kim Jong-un versteht meiner Meinung nach sehr genau, dass die Bombe für ihn kein normales militärisches Einsatzmittel ist, sondern ein Schutzpanzer gegen eine konventionelle amerikanische oder sonst irgendwie wie international getarnte Militärintervention. Und er weiß ganz genau, wenn es zu dem Punkt kommt, dass er auf den Knopf drücken muss, hat er den Konflikt eigentlich schon verloren. Bei den Amerikanern ist es so, dann würden wir denken, dort herrscht das gleiche Denken vor. Wir dürfen aber eben nie vergessen, dass die Bombe ja in einem militärischen Konflikt bislang nur zweimal eigentlich zum Einsatz kam. Und es war durch die Amerikaner in Japan am Ende des Zweiten Weltkrieges. Also auch das darf man in dem Kontext nicht vergessen, dass von allen Leuten, die so eine fürchterliche Waffe haben, sind eben die Amerikaner bis heute die einzigen, die sie in einem militärischen Konflikt eingesetzt haben. Und wenn wir davon ausgehen, dass bei jemandem, der mal eine bestimmte Tat begangen hat, die Hemmschwelle, sie wieder zu begehen, eventuell etwas niedriger ist als bei denen, die es noch nicht gemacht haben, würde ich sogar so weit gehen zu sagen, dass bei Trump eventuell der Finger lockerer sitzt als bei den Nordkoreanern. Im letzten Kapitel des Sonderheftes geht es sozusagen um das Positive. Ja, wir wollen ja nicht immer nur schwarz malen und Weltkrieg und so weiter. Positive, das Bild einer pluralen Welt, wo nicht nur die USA dominieren, sondern wo jetzt auch ein neuer alternativer Machtblock entsteht mit den starken Pfeilern Volksrepublik China und Russische Föderation. Es gibt verschiedene Projekte, es gibt die neue, sogenannte Neue Seitenstraße, es gibt den sogenannten Shanghai-Pakt und es gibt natürlich auch die BRICS-Staaten als Koordination der aufsteigenden Schwellenmächte, die sich von den G7 nicht reinreden lassen wollen. Ich habe aber den Eindruck, also natürlich, diese Dinge sind stabil, es gibt sie seit fast 20 Jahren, diese Koordination. Aber ich habe speziell bei den BRICS-Staaten den Eindruck, es geht nicht richtig vorwärts. Und auch was den Shanghai-Pakt angeht, der mittelasiatischen Staaten mit Russland und China, das letzte große Manöver war 2010. Also, wie würdet ihr die Lage sehen? Was ist da dran? Also die Shanghai-Kooperationsgruppe ist für mich immer ein Bündnis zweitrangiger Staaten gewesen gegen die USA. Also das ganze Konzept der multipolaren Welt ist formuliert worden von Leuten, die nicht den Anspruch stellen können, selbst unipolar zu sein. Und ich glaube nicht an ein langfristiges russisch-chinesisches Bündnis. Es hat noch nie funktioniert, weil irgendwann die Antagonismen zum Vordergrund kamen, dass vielleicht unterschiedliche Interesse, wem Sibirien irgendwann mal gehört oder wer es jedenfalls ausbeutet. Es gibt große chinesische Präsenz mittlerweile in den jedenfalls südlich sibirischen russischen Gebieten. Wir wissen, dass schon das Bündnis zwischen der Sowjetunion und China letztlich an der Frage auch zerbrochen ist, wer die Nachfolge Stalins als den Führer der Weltrevolution, also letztlich dann auch als den Anführer des sowjetisch-chinesischen Blocks, wer ihn stellen darf.
Und ich glaube, wenn China irgendwann mal in der Situation ist, den USA wirklich Paroli bieten und sich selbst als einzige oder jedenfalls eine von zwei Weltmächten etablieren zu können, dann wird es von Moskau die Unterordnung erwarten. Das werden die Russen dann entweder machen, dann treten sie ab als Faktor von der Weltbühne, oder sie werden sich in irgendeiner Weise dagegen stellen müssen. Und dann haben wir natürlich einen neuen Konflikt. Der Konflikt China-Indien, den haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, aber der ist natürlich auch nach wie vor virulent. Also da sind eine ganze Menge Knackpunkte und möglicherweise sogar Sollbruchstellen, aber im Moment existiert dieses Bündnis irgendwie. Und es könnte natürlich in den nächsten Jahren, also wenn diese inneren Auseinandersetzungen noch nicht zum Vordergrund gekommen sind, auch ein Stabilitätsanker sein, sicherlich. Ich sehe das nicht ganz so schwarz mit Russland und China, weil es gibt eben momentan, es gibt den großen Konkurrenten, und das sind die USA mit ihrem momentan leider politischen Wurmfortsatz der EU, also Europa. Und das ist sehr interessant. Alexander Dugin versucht es ja oder beschreibt es ja mit den geopolitischen Polen, die es so gibt. Also die multipolare Welt bedeutet ja nichts anderes, dass es verschiedene Machtzentren gibt. Und die Amerikaner sind natürlich nicht an einer multipolaren Welt interessiert. Also das war auch vorhin, als wir darüber gesprochen haben, der Widerspruch zwischen der Volksrepublik China und den USA. Die Chinesen haben ja überhaupt nicht den Anspruch, dass wir in Europa irgendwann Chinesen werden. Also die vertreten hier schon mit aller Macht ihre wirtschaftlichen Interessen beispielsweise und versuchen natürlich auch hier und da uns übers Ohr zu hauen und versuchen hier ein bisschen an den Gesetzen vorbei. Aber es ist mir bis heute nicht bekannt, dass irgendein chinesisches Institut, das massiv gefördert wird von der chinesischen Regierung, hier versucht, chinesischen Lifestyle uns aufzudrängen. Also wir gehen alle schon so freiwillig gern in die China-Lokale und so weiter, aber es wird bei uns keiner gezwungen, Konfuzius zu lesen. Uns wird das alles nicht erzählt. Also es gibt einen großen Unterschied zwischen der chinesischen Welt. Ja? Also China ist ja nicht nur ein Staat, sondern das ist quasi ein ganz kultureller Komplex, der ist auch nicht an den Staatsgrenzen Chinas verändert, sondern die chinesische Welt zieht sich bis nach Südostasien, also heute auch Teile Australiens. Muss man ja fast als chinesische Welt sehen, auch amerikanische Westküste, wo es sehr viel chinesische Migration gab. Also es gibt die chinesische Welt, wir haben eine russische Welt, ja, das gab ja. Russland ist auch nicht nur dieser Staat, so wie man auch früher mal sagte, dass Deutschland eben auch nicht nur irgendwie ein Staat ist, nicht nur das Reich, sondern eben eine komplexe Zusammenballung aus kulturellen Geschichten, aus sprachlichen Geschichten, aus historischen Zusammenhängen. Ja, das war ja auch lang nicht klar. Während die Amerikaner eben bis heute noch einen unipolaren Anspruch haben. Also nicht umsonst wurde ja auch in Washington schon vor Jahrzehnten das Wort geprägt, der Weltinnenpolitik, wenn es eigentlich um Außenpolitik geht. Das würde keinem Chinesen einfallen, auch keinem Russen, ja, über Weltinnenpolitik zu sprechen, wenn es eigentlich darum geht, die Beziehungen zu gestalten, in welches ausländische Land auch immer. Und ich glaube, das ist momentan auch die Gesamtsituation, wenn es um die multipolare Welt geht. Die Amerikaner können momentan gar nicht multipolar sein, weil sie immer noch ihren unipolaren Anspruch haben. Das ist ja wie so eine Art, ja, so ein religiöser Erlösungsgedanke. Also in dem Moment, wenn wir alle das westlich-liberale Bild in der ganzen Welt teilen, in dem Moment ist es friedlich. Das ist sozusagen zusammengefasst deren Anspruch, während wir sagen, die Chinesen und die Russen, in dem Moment, wo jeder in der Welt so leben kann, wie er möchte und nach seinen eigenen Wertmaßstäben und sich das ausbalanciert, dann wird es friedlich. Die multipolare Welt als positives Gegenstück zur unipolaren Welt, zur Pax Americana, zum Globalismus, ist das Thema des Abschlusskapitels. Und da ist ein Aufsatz drin, den du jetzt eigentlich ganz gut zusammengefasst hast, schon von Alexander Dugin, dem wichtigsten russischen Geostrategen. Den Aufsatz haben wir dankenswerterweise aus einem Buch von eurem Verlag übernehmen können. Manuel hält das Buch in die Kamera. Also die Kurzfassung bei uns in der Sonderausgabe, die Langfassung natürlich im Buch bei euch. Du kennst ja auch Dugin. Und ja, wir kennen uns und dieses Buch kann man kaufen. Ja. Gut, damit sind alle Kaufanreize gesetzt für das Buch, für unsere neue Sonderausgabe Kompakt Spezial USA gegen China. Wir erklären den entscheidenden Konflikt des 21. Jahrhunderts durch wissenschaftliche
politökonomische, geostrategische Expertisen. Schauen Sie rein, kaufen Sie sich das Heft. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.